Berlin 1848. In den Straßen der preußischen Hauptstadt finden Barrikadenkämpfe statt. Mit Waffengewalt versucht das Bürgertum, seine politischen Ziele durchzusetzen. Eine freiheitliche Verfassung und die nationale Einheit. Doch dem preußischen Militär gelingt es, den absoluten Herrschaftsanspruch des Königs zu retten und die Souveränität Preußens zu bewahren. Die Revolution scheitert. Der Preis dieses Sieges ist hoch. Das liberale Bürgertum und der auf das Militär gestützte Staat stehen sich in unversöhnlicher Feindschaft gegenüber. Jahre später. Preußische Soldaten ziehen mit klingendem Spiel durch die Hauptstadt. An den Straßenrändern stehen die Bürger und jubeln. Das Bürgertum identifiziert sich mit seinen Soldaten. Und auch Wilhelm I., dem deutschen Kaiser und preußischen König, wird zugejubelt. Wilhelm, noch vor wenigen Jahren Vertreter des uneingeschränkten Herrschaftsanspruchs, ist plötzlich zur politischen Leitfigur eines Großteils der Deutschen geworden. Es ist schon erstaunlich, wie sich das Verhältnis zwischen Bürgern und Staat in den 30 Jahren zwischen 1848 und 1878 so radikal wandelt. Aus einer tiefen Abneigung des Bürgertums gegen das Militär wird begeisterte Zustimmung. Und auch der Gegensatz zwischen dem absolutistischen Herrschaftsanspruch des Königs und den bürgerlichen Forderungen nach politischer Mitbestimmung ist weitgehend verschwunden. Große Teile des Bürgertums sind selbst zu staatstragenden Kräften geworden. Dieser Wandel ist Thema der heutigen Sendung. Berlin 1850. Hier residiert der preußische König Friedrich Wilhelm IV. Nach der Niederschlagung der 48er Revolution versucht er, die Spaltung zwischen Staat und Bürgertum zu verkleinern. Dies soll durch eine neue Verfassung geschehen. 1850 tritt sie, vom König ohne Rücksprache mit dem Bürgertum erlassen, in Kraft. Die Verfassung schafft eine Volksvertretung, das Parlament. Doch glücklich sind die Volksvertreter mit dieser Einrichtung nicht, denn das Parlament besitzt kaum Rechte. Es wählt weder die Regierung, noch kann es wirksam die Politik kontrollieren. Die Regierung wird nämlich weiterhin vom König ernannt und entlassen. Und der König ist es auch, der die Richtlinien der Politik bestimmt. Nur in einem Punkt sind der König und sein Kabinett vom Parlament abhängig. Sie müssen in Haushaltsfragen die Zustimmung der Volksvertretung einholen. Dieses Budgetrecht des Parlaments führt bald zu einem neuen, tiefgreifenden Konflikt zwischen der konservativen Staatsführung und der bürgerlichen Opposition. . 1858 tritt Wilhelm I. als König an die Stelle seines geisteskrank gewordenen Bruders. Zu den ersten Regierungsgeschäften des neuen Königs gehört ein von ihm lang gehegter Plan. Durch eine grundlegende Heeresreform will Wilhelm I. die Heeresstärke ausbauen. Der König glaubt, dass nur ein starkes Militär die Sicherheit seines Thrones nach innen und nach außen garantieren kann. Kriegsminister Rohn entwickelt dazu folgendes Programm. Vermehrung der Friedensstärke des preußischen Heeres von 150.000 auf 210.000 Mann, allgemeine Wehrpflicht bei dreijähriger Dienstzeit und Unterstellung der Landwehr unter das aktive Militärkorps. Um diese Reform finanzieren und damit realisieren zu können, braucht Rohn allerdings die Zustimmung des Parlaments zum Militärhaushalt. Das Parlament aber lehnt ab. Es ist überzeugt, dass der König durch die Entmachtung der Landwehr und die Verlängerung der Wehrpflicht nur sein selbstherrliches Regime stützen will.
Wilhelm I. und seine Ratgeber beschließen daraufhin, die Heeresreform ohne Zustimmung des Parlaments durchzuführen. Militärfragen seien schon immer Angelegenheit des Königs und nicht des Parlaments gewesen. Das Parlament wird aufgelöst und die Volksvertreter nach Hause geschickt. Zwar schreibt man Neuwahlen aus, doch ist man auch in Zukunft nicht bereit, dem Parlament gegenüber irgendwelche Kompromisse zu machen. Der Verfassungskonflikt ist da. Zwei Jahre bleibt dieser Konflikt ungelöst. Und in diesen zwei Jahren verhärten sich die Standpunkte immer mehr. Das liberale Bürgertum im Parlament, das aus den Wahlen gestärkt hervorgeht, beharrt auf seinem Budgetrecht und versucht mit dieser Waffe Kontrolle über die Regierung zu erlangen. Die konservative Regierung dagegen lehnt jedes Entgegenkommen ab und beginnt zunehmend mit dem Gedanken der Beseitigung des Parlaments durch einen Staatsstreich zu spielen. Erst durch die Berufung Otto von Bismarcks zum Ministerpräsidenten 1862 zeichnet sich eine Wende ab. Bismarck durchbricht die verhärteten Fronten und geht einen dritten Weg. Wie dieser dritte Weg aussehen soll und welche Überlegungen und Argumente zu ihm hinführen, zeigt folgende Szene, die wir im Jahre 1863 spielen lassen. Diktatur. Ich sag mal Diktatur. Ist die einzige Antwort auf diesen schwachen Zustand, dass sich der König mit einem Pment verständigen muss. Mann Teufel, Sie fantasieren. Wollen Sie einen Staatsstreich machen? Sie doch den... Seit den Barrikadenkämpfen von 1848 sind die Gräben schon tief genug. Ich denke, es ist an der Zeit, dass Bürger und Militärs Frieden schließen. Frieden schließen? Ich sage euch, die öffentliche Meinung wird wieder eine neue Volkserhebung wie 1848 anzetteln. Die Zeit wird kommen. Denkbar ist alles. Da haben Sie sicherlich recht, Mann Teufel. Innenpolitische Kraftakte sind keine Lösung, meine Herren. Damit würden wir auch den großen Gedanken Ihrer Heeresreform zerstören. Bismarck, was nützt uns Rohns großes Werk, wenn Parlamente sich dagegen stellen? Mit einem Staatsstreich des Militärs werden wir das Bürgertum niemals in den Staat integrieren. Halten Sie es für das Ansehen des Königs verwürdig, dass er mit Parlamentsauflösungen und Neuwahlen um die Mehrheit für seine Politik buhlen muss? Verteufel, sag ich! Auch wenn Sie recht haben, Mann Teufel, müssen wir die Zukunft Preußens im Auge behalten. Preußen wird im Konzert der Großen nur mithalten können, wenn alle lebenden und toten Kräfte, wenn Mensch und Material in Diensten des Militärs gestellt werden. Nur dann sind wir stark genug, um uns behaupten zu können. Deshalb müssen wir eine Lösung anstreben, die nicht Konfrontation heißt. Wir müssen Kompromisse erzielen. Kompromisse, die die Liberalen im Parlament auf unsere Seite ziehen. Die Lösung hat eigentlich nur einen Namen. Krieg. Ja, das sag ich doch. Nein. Nicht Bürgerkrieg, wie Sie denken. Innenpolitische Schwierigkeiten beseitigt man nicht mit Gewalt. Aber man lenkt von ihnen ab, wenn man außenpolitisch aktiv wird. Bismarck, Sie sind ein... Sie erlauben das Wortspiel? Sie sind ein Teufelskerl. Jetzt verstehe ich Ihre Absicht. Das ist doch Unsinn. Sie können doch nicht grundlos Kriege vom Zaun brechen.
Das schürt doch den bürgerlichen Widerstand und bestätigt deren Ablehnung gegenüber der Heeresreform. Im Gegenteil. Wenn das Militär für nationale Ziele kämpft... Für die Einheit der Nation. Genial. Bismarck, das ist genial. Wenn das preußische Heer für die bürgerliche Forderung nach nationaler Einheit militärisch die Voraussetzungen schafft, dann haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die Ablehnung gegenüber dem Militär wird weichen, weil es die Voraussetzungen für die nationale Einheit geschaffen hat. Gleichzeitig erlaubt jeder Kriegszustand das Hinauszögern des Verfassungskonflikts, der mit dem Erfolg der Militärs sicherlich bald beigelegt sein wird. Vergessen Sie nicht, dass durch die allgemeine Wehrpflicht jeder Sieg, der Sieg der waffentragenden Bevölkerung sein wird, den man gemeinsam mit dem Berufsheer auf den Schlachtfeldern erringt. Das wird die Bande enger knüpfen. Tja, das klingt ja alles sehr schön, meine Herren. Bleibt nur die entscheidende Frage. Gegen wen soll Preußen Krieg führen? Es geht um die nationale Einheit, um die Einheit der deutschen Stämme. Ich denke, wir sollten zunächst dafür sorgen, dass die Deutschen in Schleswig und Holstein von Dänemark befreit werden. Ich verstehe. Nun denn, dann heißt es siegen. Das ist Ihre Aufgabe. Der Politiker kann nur den Kriegsgrund schaffen. Siegen müssen schon die Militärs. Versuchen wir, die Positionen noch einmal zu verdeutlichen. Für die Militärs steht auf der einen Seite der preußische Staat, der sich auf das Militär und die Beamtenschaft stützt. Auf der anderen Seite steht das Bürgertum, das den Staat liberalisieren will. Das aber muss, wenn nötig mit Gewalt, Stichwort Staatsstreich, verhindert werden. Bismarck dagegen versucht, die verschiedenen Forderungen unter einen Hut zu bringen. Dabei geht er davon aus, dass das Bürgertum zwei Ziele hat. Es will die Nation und es will ein Parlament, das an der Regierung beteiligt ist. Ziel Bismarcks ist es nun, das Bürgertum zu spalten. Der Teil des Bürgertums, für den die Nation an erster Stelle auf der Wunschliste steht, soll in den Staat integriert werden. Der Rest, also das demokratische Bürgertum, dem es in erster Linie um die parlamentarische Mitbestimmung geht, soll weiter außen vor bleiben. Der Weg, dieses Ziel zu erreichen, heißt für Bismarck Krieg. Denn Krieg schafft nationale Begeisterung und damit den Schulterschluss zwischen Bürgertum und Militärs. Im Februar. Herzogtum Schleswig. Zwei Monate später kommt es zur entscheidenden Kriegsaktion. Preußische Truppen erstürmen die mit Dänen besetzten Düppeler Schanzen. Es wird ein großer, wenn auch verlustreicher preußischer Sieg. Dänemark musste sich zum Waffenstillstand bereitfinden und verzichtete wenig später auf seine Rechte an Schleswig und Holstein. Der Sieg brachte keinen Frieden. Er führte zum Streit der Kriegspartner Preußen und Österreich um die Verteilung der Beute.
Bismarck war für Angliederung der beiden Herzogtümer an Preußen und die preußische Öffentlichkeit folgte ihm hierin. Trotzdem war man nicht bereit, den Verfassungsbruch einfach zu vergessen. Das änderte sich erst, als Bismarck erneut den Weg der Machtpolitik beschritt. Er wollte den Kriegspartner Österreich, die zweite deutsche Großmacht, in die Knie zwingen. Preußen, nicht Österreich, sollte die deutsche Führungsmacht und damit der Vorreiter eines deutschen Nationalstaates werden. ...1866 kam es zwischen Preußen und Österreich wegen der noch ungelösten Schleswig-Holstein-Frage zum Krieg. In einer Umfassungsschlacht bei Königgrätz siegte Preußen über Österreich und wurde damit zur alleinigen deutschen Führungsmacht. Die Begeisterung der preußischen Öffentlichkeit war gewaltig. Jetzt erreichte Bismarck im Parlament das, was er wollte. Die Spaltung der bürgerlichen Opposition in eine nationale und eine demokratische Gruppe. Die nachträgliche Bewilligung des Heeresetats mit Hilfe der Nationalen und freie Hand in Norddeutschland. Im Winter 1866 entstand der Norddeutsche Bund, ein Zusammenschluss sämtlicher deutscher Staaten nördlich der Mainlinie unter der Führung Preußens. Er erhielt eine Verfassung und ein Parlament, das aus allgemeinen und gleichen Wahlen hervorging. Als im Februar 1867 die Gründungsmitglieder feierlich zur ersten Sitzung in Berlin zusammentraten, war aber auch klar, dass das Parlament keinen entscheidenden Einfluss auf die Politik haben werde. Immerhin, auch wenn der Weg zu einem demokratischen Staat versperrt blieb, so war Deutschland doch mit der Gründung des Norddeutschen Bundes auf dem Weg zu einer Nation. Allerdings fehlten dazu 1867 noch die süddeutschen Staaten. Sie gewann Bismarck durch einen dritten Krieg, durch einen Krieg gegen Frankreich. Die Kämpfe begannen im Sommer 1870. Frankreich hatte Preußen wegen Streitigkeiten um die spanische Thronfolge den Krieg erklärt. Nicht mehr Staaten, sondern Nationen standen sich jetzt gegenüber. Denn auch die süddeutschen Staaten beteiligten sich an diesem Krieg. Im September 1870 wurde die französische Hauptarmee bei Sedan eingekreist und musste kapitulieren. Zu den 100.000 Gefangenen gehörte auch der französische Kaiser Napoleon III. Er musste abdanken. Frankreich wurde wieder Republik und rief den Volkskrieg aus. Gegen starken französischen Widerstand rückten die Truppen der deutschen Staaten in Richtung Paris vor. Zu Beginn des Jahres 1871 ist Versailles erreicht. Hier wird am 18. Januar im Spiegelsaal zu Versailles das Deutsche Reich proklamiert. Preußens König Wilhelm I. wird zum deutschen Kaiser erhoben. Einige Tage später schließt das Deutsche Reich mit Frankreich Waffenstillstand. Der Ehreneinmarsch deutscher Truppen in Paris im März 1871 wird zum Symbol für die Geburt der deutschen Nation aus, wie Bismarck es formulierte, Blut und Eisen. Was weder die Befreiungskriege noch die Revolution von 1848-49 erreicht hatten, Bismarcks aggressiver Außenpolitik war es gelungen. Die Schaffung der nationalen Einheit. Wichtig bei all dem ist Folgendes. Erstens, nicht das nationalliberale Bürgertum, sondern das Militär schafft die Nation. Deren Geburt aus Blut und Eisen stärkt das Ansehen des Militärs in der Gesellschaft. Zweitens,
Die militärisch-außenpolitischen Erfolge und die Schaffung der nationalen Einheit führen zu einer Spaltung des Bürgertums in einen nationalen und einen demokratischen Teil. Mit Hilfe des nationalen Teils kann Bismarck eine politische Aufwertung des Parlaments verhindern. Welch untergeordnete Bedeutung das Parlament im Deutschen Reich hat, zeigt sich auch in der Verfassung von 1871. Die Regierung ist nicht vom Parlament, sondern vom Vertrauen des Monarchen abhängig. Der Reichskanzler wird vom Monarchen ernannt und entlassen. Es fehlen die Grundrechte und das parlamentarische Regierungssystem. Stattdessen hat sich ein starker Staat etabliert, der sich auf Militär, Beamtenschaft und nationalgesinntes Bürgertum stützt. Rohns Idee der Einbindung des Bürgertums ins Militärische konnte jetzt Wirklichkeit werden. Rüdesheim am Rhein. Oberhalb der Stadt das Niederwalddenkmal. Nach den Entwürfen des Bildhauers Johannes Schilling und des Architekten Karl Weißbach wurde die Germania-Statue zum Symbol der 1871 gewonnenen nationalen Einheit. Zu den Feierlichkeiten der Grundsteinlegung haben sich damals Adel, Militärs und Bürgertum zusammengefunden. Die Anwesenheit Uniformierter ist Ausdruck des neuen Selbstverständnisses des Militärs. Sie sind zu einem Bestandteil öffentlichen Lebens geworden. Die öffentliche Anerkennung des Militärischen zeigt sich auch bei Standbildern. Personen des öffentlichen Lebens wurden in Uniformen gekleidet dargestellt. So der Reichskanzler Bismarck oder Kaiser Wilhelm I. Paraden wurden veranstaltet. Die Bevölkerung jubelt dem Militär zu. Militärisches Denken und Handeln begann in die Gesellschaft einzudringen. Staatliche Institutionen wie Gerichte oder Finanzämter wurden nach militärischen Grundsätzen wie Disziplin und Gehorsam geführt. Die Durchdringung der Gesellschaft mit militärischem Denken und Handeln machte auch nicht vor Kindern Halt. In seiner Order vom 1. Mai 1889 definiert Kaiser Wilhelm II. Die Aufgabe der Schule. In erster Linie wird die Schule durch die Pflege der Gottesfurcht und der Liebe zum Vaterland die Grundlage für eine gesunde Auffassung auch der staatlichen Verhältnisse zu legen haben. Die Mittel zur Schaffung einer solchen gesunden Auffassung waren militärische. Disziplin und Gehorsam, das wurden Werte, die auch im Schulalltag Geltung haben sollten. Das Klassenzimmer wurde zum Kasernenhof. In den Anweisungen eines Schulrats für Lehrer aus dem Jahre 1903 heißt es: Damit jede Störung des Unterrichts unmöglich gemacht werde, hat der Lehrer darauf zu achten, a, dass alle Schüler gerade und in Reihen hintereinander sitzen, b, dass jedes Kind seine Hände geschlossen auf die Schultafel legt, c, dass die Füße parallel nebeneinander auf den Boden gestellt werden. Alle breiten Auseinandersetzungen und Reden müssen wegfallen. Hier muss ein Wink des Auges oder der einzige Ausruf Klasse Achtung genügen, um die gesamte Schulordnung herzustellen. Es war der Generalfeldmarschall Freiherr von der Goltz, der 1911 den Bund Jung Deutschland gründete, um Kinder und Jugendliche schon frühzeitig mit dem militärischen Geist in Verbindung zu bringen. Ziel dieses Bundes war die Erziehung zur Wehrhaftigkeit. Mit paramilitärischen Spielen wurden die Jugendlichen frühzeitig zu kleinen Soldaten erzogen. Verstärkt wurden diese militaristischen Tendenzen noch durch die Angst vor der anwachsenden Arbeiterbewegung. Von ihr und ihren Sozialismusideen fühlte sich nämlich nicht nur der Staat, sondern auch das Bürgertum bedroht. Das Bürgertum begann deshalb,
die polizeilichen und militärischen Abwehrmaßnahmen des Staates gegen die Arbeiterbewegung zu unterstützen. Die Situation stärkte die Position des Militärs. Er sah sich in seiner Rolle als Hüter der Staats- und Gesellschaftsordnung bestärkt. So heißt es über die Funktion des Militärdienstes: Der Militärdienst soll die jungen Männer wappnen gegen die Verlockungen des Materialismus, des Sozialismus und des Anarchismus. Ziel der Erziehung des Soldaten ist es, ihn zu einem brauchbaren Gliede unseres christlichen und monarchischen Staates, zu einem Manne zu erziehen, der auch nach seiner Soldatenzeit zu den staatserhaltenden Elementen zählt, an dem die Versuche und Versuchungen der Umsturzpartei erlahmen. In Deutschland war damit der Offizier zum Lehrer des Volkes geworden. Am Anfang der Herausbildung des Militarismus steht der Plan führender preußischer Militärs, den Staat zu einem allzeit kriegsbereiten Militärstaat umzurüsten. Zu diesem Zweck wird unter General Rohn eine Heeresreform durchgeführt, die zum Kernstück die allgemeine dreijährige Wehrpflicht und die Beseitigung der Landwehr hat. Die Idee vom Volk in Waffen, für welche die Landwehr steht, wird ersetzt durch die Idee von der Militarisierung des zivilen Lebens. Durch drei Kriege, die sogenannten Einigungskriege, gelingt es Bismarck, das Ansehen des Militärs in der öffentlichen Meinung zu stärken und die nationale Einheit zu schaffen. Damit ist eine wichtige Forderung des nationalliberalen Bürgertums erfüllt. Die Nationalliberalen beginnen sich mit dem bismarckschen Obrigkeitsstaat zu arrangieren. Die Demokraten dagegen geraten zunehmend in die Defensive, dies umso mehr, als mit der Arbeiterbewegung eine neue politische Kraft auftaucht und die Angst vor sozialem Umsturz entsteht. Die Aufgabe des Militärs, für Ruhe und Ordnung im Staat zu sorgen und die Arbeiterbewegung in Schach zu halten, wird deshalb zunehmend vom Bürgertum insgesamt unterstützt. Folge ist die Durchdringung des zivilen Lebens mit militärischen Formen. Blinder Gehorsam und Drill durch Unterordnung, diese militärische Haltung, wird zum Vorbild in der Gesellschaft des Kaiserreiches. Generationen wurden so zu kritiklosen, obrigkeitsgläubigen Untertanen erzogen. Die Trennung zwischen Zivilem und Militärischem begann zu verschwinden. Überspitzt gesagt, entwickelte sich das ganze Deutsche Reich zu einer Armee in Friedenszeiten.